Im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen, lies im Namen deines Herrn, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel, lies, und dein Herr ist der Edelste, der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Keineswegs, der Mensch lehnt sich wahrlich auf, dass er von sich meint, unbedürftig zu sein. Gewiss, zu deinem Herrn wird die Rückkehr sein. Siehst du denjenigen, der abhält, einen Diener, wenn er betet? Siehst du, obwohl er nach der Rechtleitung verfährt oder der Gottesfurcht gebietet, oder die Gottesfurcht gebietet? Siehst du, wie wäre es, wenn er die Botschaft für Lüge erklärt und sich abkehrt? Weiß er denn nicht, dass Allah sieht? Keineswegs. Wenn er nicht aufhört, werden wir ihn ganz gewiss an der Stirnlocke packen und ihn ziehen. Einer Stirnlocke, einer lügnerischen, einer verfehlt Handelnden. So soll er doch seine Genossen rufen. Wir werden die Höllenwache rufen. Keineswegs. Gehorche ihm nicht, sondern wirf dich nieder und sei Allah nah. Diese Surah, Surat al-Alaq, die aus 19 Ayat besteht, wissen wir, ist eine mekkanische Surah. Denn jeder von uns weiß, dass dies die erste Surah ist, die überhaupt vom Al-Quran al-Karim herabgesandt worden ist. Um genauer zu sein, sind es die ersten 5 Ayat dieser Surah, die als erstes vom Engel Jibril a.s., dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, überbracht worden sind. Und deswegen ist sie unter Übereinkunft der Tafsir-Gelehrten eine mekkanische Surah. Und sie hat eine kleine Vorgeschichte. Und zwar berichtet uns Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sich für mehrere Tage immer zurückgezogen hatte in einen Berg oder auf einen Berg namens Nur, in eine Höhle, die man Hira nennt. In diese Höhle hat er sich alaihi salatu wasalam immer wieder zurückgezogen. Das war bevor er diese Offenbarung bekommen hat, das heißt bevor er zum Propheten und Gesandten Allahs berufen worden ist. Und er hat darin gebetet. Und wie hat er gebetet? Wohl auf die Art und Weise, wie es noch übrig geblieben ist von der Religion von Ibrahim alayhi salatu wassalam. Und der Gesandte sallallahu alayhi wasallam hatte schon immer es verabscheut, dass neben Allah andere angebetet werden. Und deswegen hat er sich von seinen Leuten entfernt und hat auch nicht dort bei der Kaaba gebetet, die wo viele Götzen aufgestellt waren, sondern er hat sich zurückgezogen auf diesen Berg, um alleine zu sein und um den einen einzigen Gott, Allah subhanahu wa ta'ala, anzubeten. Und in einer bestimmten Nacht, und das ist eben diese besondere gesegnete Nacht, ist dann ist zu ihm eben eine Gestalt gekommen, und zwar das war Jibril, der Engel Gabriel, auf Deutsch, in der Gestalt eines Menschen, ist zu ihm gekommen und hat ihn angeordnet zu lesen. Und er sagte zu ihm, Iqra. Und das war die erste Offenbarung und das war der erste Teil des ersten Verses dieser Sura. Und der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, er war jemand, der nicht lesen und nicht schreiben konnte. Und deswegen sagte er auf Arabisch, Ma ana biqari. Das heißt, das kann man auf verschiedene Arten übersetzen. Die eine Art, es zu übersetzen, ist, ich kann nicht lesen. Eine andere Art zu übersetzen ist, Ma ana biqari, was soll ich denn lesen? Und dritte Art zu übersetzen ist, nein, ich lese nicht. Also als würde er es ablehnen. Und ihr wisst, die Geschichte ist so, dass der
Bevor ich jetzt sage, wie man diesen Satz übersetzen sollte, das erste Mal sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari. Und jetzt können wir es auf eine der drei Arten übersetzen. Beim zweiten Mal, und dann hat daraufhin Jibril alaihi salatu wassalam, Gottes Segen und Friede auf ihm, er hat dann den Propheten sallallahu alaihi wasallam in die Arme genommen und ihn festgedrückt, sodass der Prophet sallallahu alaihi wasallam meinte, er würde sogar sterben. Er dachte, er hält das nicht mehr aus, wie feste er gedrückt worden ist von diesem Engel. Und dann sagte Jibril ihm ein zweites Mal, lies, iqra. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ein zweites Mal, ma ana biqari. Und dann hat der Jibril alaihi salam ihn ein weiteres Mal festgedrückt. Und dann hat der Prophet, dann hat Jibril alaihi salam zu ihm wieder gesagt, lies. Und dann beim dritten Mal, beziehungsweise nachdem also der Prophet sallallahu alaihi wasallam dreimal gesagt hat, ma ana biqari, also beim dritten Mal sagte er dann wieder, ma ana biqari, er sagt insgesamt ma ana biqari dreimal. Beim dritten Mal, als er dann gesagt hatte, was soll ich lesen oder ich kann nicht lesen oder nein, ich lese nicht, hat dann Jibril zu ihm gesagt, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Und er las ihm dann die ersten fünf Ayat dieser Sura vor. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من عرق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Manche Ulama haben gesagt, das erste Mal, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ma ana biqari, könnte man übersetzen mit, nein, ich kann nicht lesen. Und das zweite Mal dann ebenfalls, nein, ich kann nicht lesen, ma ana biqari. Und das dritte Mal dann mit der, würde man eher so übersetzen, dass man sagt, dass er, als hätte er gesagt, was soll ich denn lesen? Das heißt, das erste Mal, ich kann nicht lesen. Das zweite Mal als Betonung, ich kann nicht lesen. Und das dritte Mal dann als eine Frage, ja, wenn ich lesen soll, was soll ich denn lesen? Sag mir doch bitte, was ich zu lesen habe. Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, warum der Jibril, alaihi salam, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sich gedrückt hat oder an sich gedrückt hat oder erdrückt hat sogar, so dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar Angst um sich hatte. Er sagte sogar selbst, das sinngemäß, hatta balagha bi al-jahd, das heißt so viel wie, es wurde für mich höchst anstrengend oder ich habe es fast nicht mehr ausgehalten. Das wäre vielleicht sogar die bessere Übersetzung. Manche würden mal sagen, und diese Gründe, die ich jetzt nenne, alle können sogar ein Grund dafür sein. Denn ihr wisst, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas anordnet, und in diesem Fall der Jibril a.s. macht es unter Anordnung Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist diese Anordnung mit Weisheiten erfüllt, weil sie kommt vom Allweisen, von Al-Hakim. Und deswegen steht dem nichts im Wege zu sagen, dass es viele Weisheiten gibt, die hinter einem Verbot oder hinter einer Anordnung Allahs stehen. Wie zum Beispiel das Verbot Allahs, zum Beispiel Alkohol zu trinken, ist unter anderem, weil es dem Körper schadet, unter anderem, weil es eine Geldverschwendung ist, unter anderem, weil man sich dadurch selbst erniedrigt und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt viele Weisheiten, die dahinter stecken können. Die Gelehrten sagen, Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, erwähnt dies in Fath al-Bari, dass ein Grund ist die Konzentrationssteigerung. Und zwar ganz einfach, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit diesem Erdrücken darauf vorbereitet werden soll, dass er sich konzentrieren soll auf das, was jetzt geschehen wird. Denn ihr wisst, wenn etwas Seltsames geschieht, dann vergisst man dieses Ereignis am wenigsten. Ein zweiter Grund ist, darum er das gemacht hat, um den Ernst der Lage zu betonen. Und eine dritte Weisheit, die dahinter steckt, ist, um zu sehen, ob er solche Anstrengungen aushält oder nicht. Denn die Offenbarung, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erhalten hat, ist eine anstrengende Sache gewesen. Es war nicht einfach so, dass Jibril ihm etwas eingegeben hat und der Prophet alaihi salatu wasallam es gehört hat und sich gemerkt hat, sondern diese Art der Offenbarungsübertragung oder diese Art, eine Information zu übermitteln, ist etwas Geheimnisvolles, Verborgenes.
Wir wissen nicht, auf welche Art und Weise diese Sache geschehen ist. Al-Wahi ist eine Informationsübertragung, auf was wir im Allgemeinen mit Offenbarung übersetzen. Al-Wahi, das, was die Propheten und die Gesandten Allahs bekommen haben von Allah, ist eine, per Definition, eine Informationsübertragung, die auf geheime und schnelle Art und Weise geschieht. Sie ist deswegen geheim, weil keiner sie mitbekommt, außer dem Propheten selbst, sallallahu alaihi wasallam, und der, den es offenbart. Und es ist schnell, weil der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, in wenigen Augenblicken Ayat von Allah subhanahu wa ta'ala erhält. Und nicht nur diese Ayat, sondern auch noch, er vergisst sie nie wieder, es sei denn, Allah will es. Und er bekommt noch hinzu die Bedeutungen dieser Ayat. Denn unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat nicht nur die Ayat des Koran bekommen, sondern auch die Bedeutungen der Ayat, die in diesem Zusammenhang entscheidend sind. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wusste also am besten, was Allah subhanahu wa ta'ala meinte. Und deswegen, und warum habe ich das gesagt? Weil diese Art der Offenbarung war eine sehr anstrengende für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sodass sogar seine Stirn von Schweiß tropfte, obwohl es eine eiskalte Nacht war, so beschrieb es Aisha radiallahu ta'ala an im Hadith im Sahih al-Bukhari. Insofern wollte der Engel sehen, ob dieser Mensch überhaupt bereit ist dafür, solch eine Anstrengung aufzunehmen, und als er es dreimal ausgehalten hat, wusste er, dass er ihm diese Worte Allahs subhanahu wa ta'ala eingeben kann. Und hier machen wir uns bewusst, dass Allah azza wa jall uns mitgeteilt hat in der Quran al-Karim, dass diese Worte Allahs, diese Worte, die nicht wie die Worte eines Menschen sind, sondern sind die Worte des Herrn der Welten, diese Worte, wenn sie einem Berg offenbart würden, dann würde dieser Berg aus Angst in sich zusammenfallen, weil er diesen Worten nicht standhalten kann, weil er diese Worte nicht aufnehmen kann. Und der Mensch kann diese Worte des Herrn der Welten nur lesen und in seinem Herzen tragen, weil Allah subhanahu wa ta'ala sie leicht gemacht hat. Weil für den Menschen, weil Allah gesagt hat, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, und wir haben den Koran zum Gedenken leicht gemacht. Ansonsten würde kein Mensch imstande sein, diese unerschaffenen Worte Allahs, des Schöpfers, überhaupt lesen zu können. Und deswegen, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Erschwernis im wahrsten Sinne des Wortes erlebt und gespürt und verspürt, denn manchmal war sein Kopf auf dem Fuß oder auf dem Bein eines anderen Sahabi, während er gerade eine Offenbarung bekommen hat, und der Sahabi berichtet, dass dabei sein Kopf so schwer wurde, dass er Angst hatte, sein Fuß würde zerquetscht werden vor der Schwernis dieser Offenbarung. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Wir werden auf dir ein schwerwiegendes Wort hinabsenden. Und deswegen diese Weisheit. Die vierte ist, um zu sehen, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam unter Druck etwas von sich aus sagen wird. Denn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihm wurde vorgeworfen, dass er ein Verrückter ist. Und ihm wurde vorgeworfen, dass er ein Zauberer ist. Und ihm wurde vorgeworfen, dass er über Allah subhanahu wa ta'ala lügt. Und deswegen wurde er hier auf die Probe gestellt, um den Menschen zu zeigen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam niemals etwas von sich aus sagen wird. Sondern, das heißt, sogar in einem Notfall, wo er Angst hat, zerquetscht zu werden, würde er niemals etwas von sich aus über Allah subhanahu wa ta'ala sagen. Als der Engel zu ihm gesagt hat, lies, hätte er irgendetwas aufsagen können, was er wollte, hat er aber nicht gemacht, sondern er hat abgewartet, bis Jibril alaihi salam ihm eingibt, was er zu sagen hat. Vorher steht es ihm nicht zu, irgendetwas zu sagen. Und die fünfte Weisheit, die die Gelehrten erwähnen, ist, um ihm zu zeigen, dass er nur den Koran von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen kann und nicht von sich aus selbst, um sich wehren zu können oder und so weiter und so fort. Das heißt also so viel wie ähnlich wie der vierte Punkt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte in diesem Moment nicht den Koran von sich aus bekommen können, sondern er musste warten, bis Jibril ihm diese Worte Allah subhanahu wa ta'ala eingibt. Und deswegen wissen wir, dass diese Worte nicht von ihm sind, alayhi salatu wasalam,
sondern sind die Worte, die er überbracht bekommen hat von Jibril. Und Jibril hat an diesen Worten weder etwas hinzugefügt, noch etwas davon weggenommen. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn beschrieben als Ar-Ruh al-Amin. Das heißt, den vertrauenswürdigen Geist oder die vertrauenswürdige Seele. Das heißt, der vertrauenswürdige Engel. Allah sagte im Namen Allahs des Allerbarmherzigen, obwohl diese Ayah wird nicht erwähnt in den Hadithen, die über den Weg gelaufen sind, in Bezug auf die Offenbarung dieser Surah. Trotzdem lesen wir sie, bevor diese Surah beginnt, weil die Sahaba sie so in den Masahif, in den Mushafs niedergeschrieben haben. Allah sagte am Anfang dieser Surah, sinngemäß übersetzt, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Die Anordnung zu lesen im Namen des Herrn, bedeutet, dass man unter Erwähnung des Namens Allahs lesen soll. Denn Allahs Name, wenn er erwähnt wird, Allah oder Ar-Rabb oder irgendeiner der Namen Allahs, dann ist das eine Art Segnung zu erlangen. Und es bedeutet auch, wenn man sagt, lies im Namen deines Herrn, das heißt, lies, indem du Hilfe suchst bei deinem Herrn oder beim Namen deines Herrn. Deswegen, immer wenn man sagt, man macht etwas im Namen einer anderen Person, dann je nach Kontext hat es eine entsprechende Bedeutung. Wenn wir sagen, Bismillahirrahmanirrahim und wir lesen die Fatiha, dann ist damit gemeint, im Namen Allahs, das heißt mit seiner Erlaubnis, mit seiner Hilfe und unter Ersuchung seines Segens beginne ich zu lesen, weil man eben liest. Und wenn man etwas anderes macht, wenn man etwas anderes macht und vorher Bismillah sagt, dann ist damit eben nicht Lesen gemeint, sondern eben diese andere entsprechende Sache. Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Allah subhanahu wa ta'ala, interessanterweise, das Erste, was er seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart, ist die Anordnung zu lesen. Darüber werden wir gleich in der dritten Aya sprechen, weil dort Allah azza wa jal den Befehl zu lesen ein zweites Mal betont hat. Aber das Besondere ist, dass er sofort in der ersten Aya, die offenbart worden ist, einen entscheidenden Aspekt der Aqida anspricht. Und das ist nämlich der Tawhid al-Rububiyya. Das heißt, Tawhid, wisst ihr, sprachlich gesehen bedeutet zu einem machen. Und religiös gesehen bedeutet Tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala alle Rechte zu geben, die ihm zustehen, ohne dass man sie jemand anderes gibt. Und dieser Tawhid, der islamische Monotheismus, die islamische Version oder das islamische Verständnis des Monotheismus, der ein Aspekt davon und ein wesentlicher Aspekt davon ist der Rububiyya-Aspekt. Der Rububiyya-Aspekt bedeutet das Herrschaftsein Allahs. Das heißt, dass Allah Azza wa Jal der Herr ist. Und dieses Herrschaftsein ist sehr entscheidend, denn davon leiten wir eine weitere Eigenschaft oder einen weiteren Aspekt des Tawhid ab, auf den es in den folgenden Ayat auch ankommt. Und zwar die ganze Botschaft des Koran und die ganze Botschaft der Gesandten Allahs zu ihren Völkern war: dient Allah und gesellt ihm nichts bei. Dient Allah alleine und begeht keinen Schirk. Das war die gesamte Botschaft der Gesandten. Und alles, was danach kam, war nur eine Erklärung davon, wie wir Allah zu dienen haben und was ist der Schirk, damit wir ihn vermeiden. Das war's. Und wenn wir aber verstanden haben, dass Allah Azza wa Jal unser Rabb ist, unser Herr ist, dann ergibt sich für uns automatisch, dass wir ihm nichts beigesellen. Und deswegen ist dies eine Weisheit, warum Allah Azza wa Jal diesen Tawhid al-Rububiyya als allererstes offenbart hat. Und das ist nämlich, und was bedeutet der Tawhid al-Rububiyya? Er bedeutet, dass Allah Azza wa Jal ein einziger ist hinsichtlich seiner Taten. Egal was mit seinen Taten zusammenhängt, seine Schöpfung, sein Erschaffen. Und das ist das Erste, was Allah Azza wa Jal hier offenbart hat. Sein Erschaffen, sein Versorgen, sein Reich, all dies gehört ihm, Allah subhanahu wa ta'ala.
Er leitet alle Angelegenheiten. Es gibt nichts in diesem Universum, was nicht unter seinem Willen steht. Dieser Tawhid, den nennt man Tawhid al-Rububiyya. Und Allah Azza wa Jal hat einen Aspekt, diesen Tawhid in dieser Aya erwähnt, und zwar die Schöpfung. Denn wenn er Azza wa Jal alles erschaffen hat, und es gibt keinen Menschen und es gibt kein Geschöpf, es gibt niemanden außer Allah, der Anspruch erhoben hat, irgendetwas zu erschaffen haben und schon gar nicht alles zu erschaffen zu haben. Denn wenn jemand so etwas sagt, dann braucht man ihm nur sagen, dann erschaffe etwas und er wird dazu nicht imstande sein. Allah Azza wa Jal, derjenige, der alles erschaffen hat, wenn er alles erschaffen hat, dann ergibt sich daraus automatisch, dass er auch derjenige ist, der alles versorgt. Der alle versorgt. Denn die Versorgung, Ar-Rizq, egal ob es Kinder sind, oder ob es Essen ist, oder Trinken ist, oder Gesundheit ist, oder was auch immer, all dies ist ja Teil seiner Schöpfung, subhanahu wa ta'ala. Und er hat diese Gesetze in diesem Leben, und er hat diese Gesetze, egal ob es um die Gesetze der Laufbahn von Himmel und Erde geht, oder ob es die Gesetze geht ob es um Gesetzmäßigkeiten geht in deinem Körper oder anderes, all dies ist eine Schöpfung Allahs, und somit ist Allah Azza wa Jal derjenige, der diese erschaffen hat und diese auch leitet. Also ergibt sich daraus automatisch, dass auch die anderen Götzen, die angebetet werden neben Allah Azza wa Jal, egal was es ist, dein Ilah ist derjenige, den du anbetest. Dein Ilah ist derjenige, dem du deine Gottesdienste widmest. Wenn du also im Dua wenn du zu jemandem Dua machst, wenn du zu jemandem ein Bittgebet sprichst, von jemandem etwas verlangst, das nur Allah subhanahu wa ta'ala eigentlich erfüllen kann, dann ist diejenige Person, die du in deinem Dua angesprochen hast, dein Ilah, dein Gott. Egal wer das ist, dass auch wenn du zum Beispiel zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam Dua machst, dann ist das sozusagen dein Gott geworden, ob du willst oder nicht. Und das wäre ein Abfall vom Islam, weil das eine Form von Ash-Shirk ist. Und der Dua, das Bittgebet darf nur an Allah subhanahu wa ta'ala gerichtet werden. Und deswegen ergibt sich aus dieser Aya, wenn Allah alles erschaffen hat, dann hat er auch diejenigen Dinge erschaffen, die Mekkaner oder alle anderen Polytheisten heutzutage und damals anbeten. Was für einen Sinn macht es dann, dass man diese Dinge anbetet, die erschaffen worden sind, dann ist es doch besser, dass man einfach Allah subhanahu wa ta'ala direkt anbetet. Und das ist genau die Botschaft des Quran al-Karim. Allah sagte, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, und er hat nicht gesagt, was er erschaffen hat in dieser Aya. Und das bedeutet, du kannst alles einfügen, sinngemäß einfügen, und die Bedeutung wird richtig sein. Ob du jetzt danach sagst, er hat alles erschaffen, der erschaffen hat, die Bäume, die Wälder, die Erde, die Sonne, die Menschen, die Tiere, die Pflanzen, alles wird richtig sein. Manche Tafsir-Gelehrten haben an dieser Stelle gesagt, oder haben besonders auf das Beispiel des Menschen, zu sprechen gekommen. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala in der darauf folgenden Aya von Menschen spricht. Aber wenn der Tafsir-Gelehrte sagt, gemeint ist der Mensch, dann heißt es nicht, dass nur der Mensch damit gemeint ist, sondern Allah hat alles erschaffen, unter anderem den Menschen, aber wir reden jetzt besonders über den Menschen, weil dieser Mensch in der darauf folgenden Aya zum Gesprächsthema wird. Und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen erschaffen, gemeint ist damit Adam alayhi salam, aus einem Auszug, aus Lehm, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und dann sagt Allah azza wa jal, خلق الإنسان من علقة. Den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel. Oder anders übersetzt, er hat den Menschen aus einem Anhängsel erschaffen. Das heißt, dass die Nachkommenschaft nach Adam a.s. hat er erschaffen aus einem Anhängsel. Bismillah. Wir waren stehen geblieben bei der zweiten Aya. خلق الإنسان من علق. Wir haben gesagt, wir können diese Aya übersetzen mit den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel. Das ist, wenn wir das auf die Aya vorher beziehen, sozusagen
Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Was hat er erschaffen? Er hat den Menschen aus einem Anhängsel erschaffen. Oder es ist ein neuer Satz, er hat den Menschen aus einem Anhängsel erschaffen. Und gemeint ist natürlich hier die Nachkommenschaft von Adam alayhi salatu wassalam. Das heißt, die Kinder Adams. Weil Adam selbst wurde erschaffen aus Lehm, aus Erde. Ein bisschen rote Erde, ein bisschen dunklere Erde, ein bisschen hellere Erde. Und die anderen, die nach, aber seine Frau wurde aus seiner Rippe erschaffen. Und die Menschen danach wurden erschaffen aus dem, was Allah im Koran beschrieben hat. Und Allah Azza wa Jal redet hier von Al-Alaqa. Al-Alaqa, was man übersetzen kann mit entweder ein Anhängsel, weil es in der Gebärmutter anhängt, oder ein Blutgerinnsel. Und das ist einer der Stadien des Embryos. Am Anfang ist es wie ein Tröpfchen und danach ist es eine Alaqa, was wir gerade gesagt haben. Und danach wird es zu einer Mudra, etwa wie ein Fleischklumpen. Und so geht der Mensch verschiedene Stadien in seiner Entwicklung durch. Erst einmal war er gar nichts, dann wurde er erschaffen, dann wurde er zu einem Blut, zu einem Wassertröpfchen, dann zu einem Anhängsel und dann zu einem Fleischklumpen und danach formt er sich nach und nach zu einem Menschen und wächst heran und danach wird er sterben und wieder zur Erde werden und dann wird er wieder zum Leben auferweckt werden. Das sind die Stadien eines Menschen. Allah sagte, lies und dein Herr ist der Edelste. Lies. Iqra zum zweiten Mal ist eine Betonung und Allah Azza wa Jal betont den Stellenwert des Lesens, weil das Lesen ist eine der wichtigsten Methoden oder Möglichkeiten, wie man Wissen erlangen kann. Das Wissen und Lesen, liebe Geschwister, bedeutet nicht nur das Ablesen von einem Buch, sondern auch das Vortragen, etwas zu lesen. Das heißt, als unser Prophet alayhi salatu wassalam Jibril zu ihm gesagt hat, lies Iqra, dann hat er etwas auswendig nachgesagt oder vorgetragen. Und das nennt man auch Lesen. Und das eine Lesen, als auch das andere Lesen, ist das entscheidendste Instrument, um Wissen zu erlangen. Egal, ob es um den Koran al-Karim geht. Den Koran versteht man, wenn man liest. Oder wenn er einem vorgelesen wird und man zuhört. Und dann ist es wieder ein Lesen, auf das man sich stützt. Und genauso das Aufschreiben. Denn Allah erwähnt in der nächsten Aya, der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat. Das Wissen erlangen geht nur, indem man entweder jemandem zuhört, der einem etwas erzählt und man dieses Wissen aufschreibt und es dann immer wieder liest oder indem man ein Buch nimmt und daraus liest und das auswendig lernt und versucht zu verstehen. Alles andere ist keine richtige Form des Wissenserwerbs. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Muslime besonders nicht nur im Koran lesen, sondern auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam lesen, um zu erfahren, was Allah azza wa jal mag und was er nicht mag. Damit wir in diesem Leben recht geleitet sind und damit wir in diesem Leben keine verbotenen Dinge begehen und damit wir in diesem Leben das tun, was Allah subhanahu wa ta'ala mag. Wie solltest du denn wissen, dass Allah azza wa jal es liebt, dass du dich auf genau 7 Körperteilen auf den Boden niederwirfst? Wie solltest du denn wissen, dass Allah es liebt, dass du dich genau an 4 Stellen deines Körpers wäschst, bevor du dich zum Gebet begibst? Woher solltest du denn wissen, wodurch diese Art der Gebetswaschung ungültig wird, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam es dir nicht mitgeteilt hätte? Dieses Wissen ist ein gewaltiges Wissen und es ist das entscheidende Wissen, was du dir aneignen musst, damit du Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellst. Das Wissen, wenn wir vom Wissen reden, dann meinen wir in erster Linie das Wissen um Allah, um seine Namen, um seine Eigenschaften und um seine Religion, das heißt das, was er offenbart hat, an Befehlen und an Verboten.
Allah sagte, dein Herr ist der Edelste. Der Edelste, Al-Akram, kommt vom Wort Karim. Und Karim bedeutet eben edel oder großzügig. Und Allah Azza wa Jal ist zweifellos der großzügigste und der edelste von allen. Er ist der Edelste, er ist so edel, dass kein Edler und Großzügiger ihm gleichkommt. Und der Beweis dafür ist das, was er in den darauf folgenden Ayat uns mitteilt. Und zwar sagte er, subhanahu wa ta'ala, der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat. Hätte Allah subhanahu wa ta'ala uns das Schreiben nicht beigebracht, hätten wir vieles von dem, was wir gelernt bekommen haben, niemals uns merken können. Und hätten wir auch nicht weiterlehren können. Und wir hätten, was alles abhängt vom Schreiben mit dem Schreibrohr, ist mehr, als dass man das in Worte zusammenfassen kann. Und deswegen ist es eine der Gunsterweisungen Allah subhanahu wa ta'ala. Und kein Mensch darf denken, dass er derjenige ist, der so etwas erfunden hat, oder derjenige ist, der den anderen Menschen eine Wohltat geleistet hat, getan hat, weil er ihnen das Schreiben beigebracht hat. In Wirklichkeit ist Allah Azza wa Jal derjenige, der uns jede einzelne gute Tat, jede einzelne Wohltat, die es gibt, ist ihm zuzuschreiben und ist auf ihn zurückzuführen. Und selbst das Schreiben, da bist du auch nur dazu imstande, wenn du sehen kannst. Und das ist wieder eine weitere Ni'ma von Allah. Und schreiben kannst du auch nur, wenn du deine Hand bewegen kannst und wenn du Finger hast und so weiter und so fort. Und deswegen gebührt Allah, dem Herrn der Welten, alles Lob. Er hat das Schreiben gelehrt und das ist eine seiner Wohltaten und großzügigen Eigenschaften uns gegenüber. Den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Denn alles Wissen kommt von Allah subhanahu wa ta'ala und Allah azza wa jal hat uns von dem, was er uns gegeben hat, oder Allah hat uns von dem, was er weiß, nur wenig gegeben. Und stellt euch vor, ihr kennt in Surat al-Baqarah, hat Allah Azza wa Jal gesagt, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, und er hat Adam die Namen alle gelehrt. Das heißt, Adam a.s. hatte ein Wissen gehabt, das unvorstellbar groß war für uns. Er hatte von allen Dingen, die Allah erschaffen hat, wusste er die Namen davon, die Bezeichnungen davon. Unser einer, die Tiere kennt er nicht einmal die Namen von allen. Die Pflanzen kennt er nicht die Namen von denen allen. Und so weiter und so fort. Insofern, das ist ein Teil, und das ist nur ein Teil des Wissens von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah azza wa jalla sagte, وَمَا أُتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, und euch ist nur vom Wissen, und euch ist vom Wissen nur wenig gegeben worden. Aber eine Methode, wichtige Methode, ist das Aufschreiben. Denn durch das Aufschreiben merkt man sich das Wissen. Und ordnet man es sich und kann es dadurch wiederholen, sonst ist es verlorenes Wissen und man hat nichts davon. Es ist ein Argument gegen einen und es ist ein Argument, nicht ein Argument für einen. Allah Azza wa Jal sagte, in den nächsten Ayat, Kalla innal insana layatugha. Jetzt kommt der Zusammenhang. Er sagt keineswegs, der Mensch lehnt sich wahrlich auf. Was ist der Zusammenhang der Ayat vorher mit dieser Ayat, in der er jetzt uns ein Beispiel gibt für einen Menschen, der sich überheblich verhält, für einen Menschen, der seine Grenzen überschreitet, für einen Menschen, der sündhaft lebt? Ganz einfach, wenn dein Herr der Schöpfer aller Dinge ist und er so großzügig ist, dass er dir alles gegeben hat, was du besitzt, dann sollte normalerweise der Dank dafür die Lobpreisung Allahs sein. Und der Dank dafür sollte normalerweise sein, dass du Allah, du kannst es ihm ja nicht zurückgeben, aber dass du Allah Azza wa Jal dankbar bist in dem Sinne, dass du das, was er dir gegeben hat, so verwendest, wie er es gerne hätte. Und nicht auf eine Art und Weise, wie Allah subhanahu wa ta'ala es verabscheut. Und trotzdem, wenn der Mensch, oder und es ist in Wirklichkeit anders, wenn der Mensch viel bekommt von Allah und reich wird und es ihm gut geht, dann wird er grundsätzlich zu einem Menschen, der seine Grenzen überschreitet. Und deswegen sagte Allah, innal insana layatgha, der Mensch lehnt sich wahrlich auf. Keineswegs
Der Mensch lehnt sich wahrlich auf. Keineswegs heißt hier so viel wie, so hätte es nicht kommen dürfen. So sollte es eigentlich nicht sein. Allah ist der Großzügige, er gibt dir alles und dann bist du jemand, der sich auflehnt und deine Grenzen überschreitet. Und seine Grenzen überschreitet. Weil das Wort layatra, tara, bedeutet ja, die Grenzen zu überschreiten. Und hier ist der Mensch gemeint, der nicht vom Iman und vom Islam und vom Koran und von der Hikmah erzogen worden ist. Hier ist der Mensch gemeint, dem man nicht beigebracht hat, was seine Grenzen sind. Wenn er mehr hat, wird er überheblich. Wenn er mehr hat, beginnt er, die anderen Menschen zu verachten. Wenn er mehr hat, dann beginnt er unsittlich zu werden. Wenn er mehr hat, dann beginnt er unvernünftig zu werden. Er überschreitet die religiösen Grenzen. Er wird ungerecht. Und das beste Beispiel hierfür ist eben der Pharao dieser Ummah. Damit ist Abu Jahl gemeint. Und deswegen ist hier mit dem Menschen prinzipiell jede Art von Mensch gemeint, die nicht erzogen worden ist und die nicht, also mit dem nicht die Grenzen, seine Grenzen gezeigt worden sind durch die Religion des Islam und in allererster Linie der Kafir und ganz besonders Abu Jahl, weswegen die Ayat herabgesandt worden sind, also ab der 6. Ayat bis zum Ende. Und Abu Jahl, dieser Name heißt wortwörtlich Vater der Unwissenheit oder der Törichtigkeit. Ja? Und diese, oder Torheit, der Vater der Torheit. Das heißt, gemeint ist damit jemand, der Tor ist, ein Tor ist. Jemand, der unvernünftig ist. Jemand, der schwachsinnig ist. Und genannt wurde er so vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn eigentlich heißt er Abu'l-Hakam. Abu'l-Hakam gemeint ist so viel, Al-Hakam ist der Richter. Al-Hakam ist der Richter. Oder auch der Schiedsrichter wird Hakam genannt. Und er wurde so genannt, weil die Leute in seinem Volk immer sich ihm zugewandt haben, um zu urteilen. Er war sozusagen wie jemand, der die ganzen Sachen, der geurteilt hat unter den Leuten. Und deswegen nennt man Abu'l-Hakam. Aber der Prophet, aber weil er dadurch hochnäsig geworden ist und weil er Kinder hatte und weil er eine große Sippe, also große Anhängerschaft hatte, ist er hochnäsig geworden und der Prophet sallallahu alaihi wasallam nannte ihn Abu Jahl. Und er ist als Kafir gestorben in der Schlacht von Badr. Deswegen, Allahs Fluch lastet auf ihm, weil er die Botschaft Allahs subhanahu wa ta'ala in Auflehnung abgelehnt hat. Allah sagte, keineswegs, der Mensch lehnt sich wahrlich auf. Das heißt, statt dass der Mensch dankbar ist und glücklich ist, so einen großzügigen Herrn zu haben, nutzt er das, was Allah ihm gegeben hat, aus, um seine Grenzen, die Allah ihm gegeben hat, zu überschreiten. Und Allah sagte, dass er von sich meint, unbedürftig zu sein. Das heißt, der Mensch lehnt sich wahrlich auf, dass er meint, von sich unbedürftig zu sein. Das heißt, weil er hart und gut hat, weil er Kinder hat, weil er eine Stellung hat, weil er Macht hat, weil er Einfluss hat, beginnt er plötzlich überheblich zu werden. Allah sagt als Erinnerung, achso, und der Grund, warum diese auf Ayat herabgesandt worden ist, ganz einfach, Abu Jahl ist einmal zu anderen Leuten gegangen und hat sie gefragt, sagt mal, wälzt sich Mohammed mit seinem Gesicht auch bei euch in den Boden, mit seinem Kopf in den Boden? Und dann sagten sie ja, und dann sagte er, bei Allah, wenn er das noch einmal macht und ich ihn dabei erwische, werde ich auf seinem Nacken treten. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dann werde ich seinen Kopf in den Sand drücken. Und tatsächlich, warum? Weil er hatte den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesehen, dass er bei der Kaaba gebetet hat. Und natürlich damals gab es keinen Marmorboden wie heutzutage. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat dann dort gebetet und Abu Jahl hat zu ihm gesagt, du sollst dort nicht beten, hör auf, ich verbiete es dir.
Und der Prophet a.s. hat es aber trotzdem weiterhin gemacht. Und dann ist er gekommen und wollte ihm tatsächlich mit dem Fuß auf ihn treten. Doch ihr alle kennt die Geschichte aus der Sira. In diesem Moment, und die Geschichte ist, ist authentisch überliefert worden. In dieser Geschichte ist dann Abu Jahl wird beobachtet von seinen anderen Anhängern, wie er sich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam versucht zu nähern. Und plötzlich erkennt man in seinem Gesicht, wie er angsterfüllt ist und geschockt wirkt und Schritte rückwärts macht, ohne nach hinten zu schauen. Und so tut, als will er sich wehren, wie wenn man seine Hände hebt und sich vor einer Sache schützen und wehren möchte. Und dann hat man ihn gefragt, was ist denn mit dir los? Was ist passiert? Und dann sagte er, da sagte er wahrlich, zwischen mir und ihm habe ich gerade eben eine Schlucht gesehen aus Feuer und etwas Ungeheuerliches und Flügel. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er mir noch einen Schritt näher gekommen wäre, dann hätten die Engel ihn Körperteil für Körperteil hinweggenommen. Körperteil für Körperteil weggenommen. Das heißt, die Engel hätten ihn vernichtet, hätten ihn getötet. Warum? Weil er sich gewagt hat, diesem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu nähern. Und insofern hat Allah azza wa jall seinen Propheten alaihi salatu wasalam geschützt in der heiligen Stätte bei der Kaaba. Und das ist eine Karama für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Allah sagte, Kalla innal insana la yatgha, arra'ahu staghna. Keineswegs der Mensch lehnt sich auf, dass er von sich meint, unbedürftig zu sein. Gewiss, zu deinem Herrn wird die Rückkehr sein. Inna ila rabbika ruj'a. Und Allah Azza wa Jal hat zugleich in diesen ersten Ayat zwei entscheidende Säulen des Iman betont. Die zwei wesentlichsten. Einmal der Iman an Allah. Und warum hat er hier, und der zweite ist der Iman an den jüngsten Tag, an den Tag der Auferstehung. Und warum hat Allah subhanahu wa ta'ala hier Tawhid al-Rububiyya erwähnt und nicht al-Uluhiyya und nicht al-Asma al-Sifat oder nicht, zumindest nicht in erster Linie? Ganz einfach, eine Weisheit dahinter ist sicherlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam und sein Volk, sie alle haben geglaubt, dass Allah der Herr der Welten ist. Keiner von ihnen hat etwas anderes geglaubt. Alle haben daran geglaubt, dass Allah ist Rabbul Alamin. Alle wussten das. Und danach erwähnte er eine seiner Eigenschaften. Insofern hat er den Tawhid der Asma und Sifat auch erwähnt. Und zwar Khalaq. Khalaqa hat er erschafft. Und Al-Akram ist auch eine seiner Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch auf das Wissen hat Allah angespielt, indem er sagte, Allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Er lehrte mit dem Schreibrohr, er lehrte den Menschen, was er nicht wusste. Insofern ist das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und daraus, und warum? Weil man beginnt erst einmal, wenn man Da'wah macht, hier mit jemandem anderes, mit denjenigen Dingen, mit denen man mit dem anderen übereinstimmt. Du willst erstmal eine gemeinsame Basis schaffen mit den anderen Menschen. Insofern ist die gemeinsame Basis in diesem Fall der Glaube an Allah als den Herrn, der alles erschaffen hat. Und daraus leiten wir dann ab, dass wir ihn dann anbeten und sonst niemanden. Warum sollen wir jemand anders anbeten, wenn er alles erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala. Allah sagte, gewiss zu deinem Herrn wird die Rückkehr sein. Das heißt, auch wenn der Mensch meint, er ist unbedürftig, das heißt, er braucht niemanden, er ist unabhängig, auch wenn er meint, er ist unabhängig, er weiß, eines Tages wird er sterben und er wird zu mir zurückkehren und dann wird er seine Rechenschaft ablegen müssen für diese Torheit, die er an den Tag gelegt hat und für diese Überheblichkeit und für dieses Überschreiten seiner Grenzen, die er hätte nicht überschreiten sollen. Allah sagte, zu deinem Herrn wird die Rückkehr sein und er sagte nicht, du wirst zu deinem Herrn zurückkehren, weil im Arabischen, wenn man in diesem Fall das Objekt vorzieht, dann weist es darauf hin, dass man zu nur was ist darauf hin, dass man nur zu seinem Herrn zurückkehrt in diesem Fall und sonst zu niemandem. Das heißt, ihr werdet nicht zu euren Göttern zurückkehren, die ihr angebetet hattet, sondern ihr werdet zu eurem Herrn ganz alleine zurückkehren
und dann wird er mit euch abrechnen für das, was ihr getan habt. Deswegen vergesst es nicht, auch wenn ihr euch in diesem Leben wohlfühlt, so kommt dieses ganze Wohl und das ganze Hab und Gut von Allah Azza wa Jal von sonst niemandem, und es kann sein, dass du dadurch abgelenkt wirst, und es kann sein, dass dieses Hab und Gut eigentlich ein Hab und Schlecht ist für dich. Allah sagte, siehst du denjenigen, siehst du denjenigen, der abhält, أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى, siehst du denjenigen, der abhält einen Diener, wenn er betet? Wer ist damit gemeint? Derjenige, der abhält, ist Abu Jahl, Amr ibn Hisham al-Makhzumi, und gemeint, und mit dem Diener, der betet und der abgehalten wird, ist gemeint der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn er verbat ihm, bei der Kaaba zu beten. Ist denn das Beten etwa ein Verbrechen? Ist denn das Beten etwa etwas Schlechtes? Ist es denn etwas Schlechtes, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dort betet und Allah azza wa jal anbetet, obwohl Allah einer der Götter ist, die sie sowieso angebetet haben? Das heißt, wenn jemand sich hinstellt und Hubal anbetet, und wenn jemand hinstellt und Allah al-Uzza anbetet, hätte er ihm nicht gesagt. Aber weil er sich hingestellt hat und Allah angebetet hat, hat er es ihm verboten. Und warum? Das Geheimnis liegt darin, dass er verstanden hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht nur den einen Gott anbetet, sondern er lehnt die Anbetung aller anderen Götter ab. Und deswegen ist der Tauhid eines Menschen niemals vollkommen, bis er nicht auch die falschen Götter ablehnt und sie leugnet und Kufr ihnen gegenüber treibt. Das heißt, es reicht nicht zu glauben an Allah, sondern du musst auch glauben, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Das heißt, es reicht nicht zu glauben, dass Allah anbetungswürdig ist, sondern du musst auch hinzufügen, dass niemand außer Allah die Anbetung verdient und niemand außer Allah so ist wie Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal sagte, أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى, siehst du, obwohl er nach der Rechtleitung verfährt, أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى, oder die Gottesfurcht gebietet. Das heißt, er verwehrt es einem rechtschaffenden Menschen zu beten, nur weil, obwohl er rechtgeleitet ist, das heißt, obwohl er auf dem Weg der Glückseligkeit ist und obwohl er anderen Menschen Gutes anordnet. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das Gute nicht für sich selbst behalten, sondern hat die anderen Menschen ebenfalls zur Gottesfurcht aufgefordert. Warum wird jemand vom Beten abgehalten? Warum wird jemand von der Ausübung seiner Religion abgehalten, obwohl er Gutes macht und sich auf einem guten Weg befindet und nur das Gute gebietet und das Schlechte verbietet? All dies, weil er eben sagt, La ilaha illallah, weil er eben die Anbetung anderer außer Allah Azza wa Jal einfach kategorisch ablehnt, sallallahu alaihi wasallam. Im weiteren Verlauf sagte Allah, أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى, siehst du, wie wäre es, wenn er die Botschaft für Lüge erklärt und sich abkehrt? Damit ist wiederum Abu Jahl gemeint. Weil, damit wir diese Ayat nicht verwechseln, Allah sagte, أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى, siehst du denjenigen, der abhält einen Diener, wenn er betet. Gemeint ist, dass Abu Jahl den Propheten sallallahu alaihi wasallam abhält. Dann sagt Allah, أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَأَمْرَ بِالتَّقْوَى, siehst du, obwohl er nach der Rechtleitung verfährt oder die Gottesfurcht gebietet. Damit ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemeint. Also wieso hält er ihn ab, obwohl er betet nur, obwohl er Gottesfurcht anfordert, gebietet und selbst rechtgeleitet ist. Und danach geht es wieder über Abu Jahl und seinesgleichen. Und wir haben gesagt, öfter hat Allah azza wa jal die Namen, oder meistens hat Allah azza wa jal die Namen der Personen, weswegen die Ayat herabgesandt worden sind, gar nicht erwähnt, weil wir gesagt haben, es ist nicht entscheidend. Entscheidend sind die Eigenschaften, die sie gehabt haben, damit du nicht genauso wirst wie sie. Denn wenn dort drin stünde Abu Jahl, dann denkt man beim Lesen, ach Abu Jahl, ich bin nicht Abu Jahl, was hat die Ayat mit mir zu tun? Allah sagte, siehst du, wie wäre es, wenn er die Botschaft für Lüge erklärt und sich abkehrt? Wie wird es ihm also ergehen? Wie wird es einem Menschen ergehen, der, wenn er vom Islam erfährt, die Botschaft La ilaha illallah erfährt, sie für Lüge erklärt, sie sagt, nein, das ist gelogen, ich glaube nicht daran, und sich abkehrt und sich dem Islam abwendet? Wie wird es solch einem Mensch ergehen? Allah sagt, weiß er denn nicht, dass Allah sieht?
Alam ya'lam bi anna Allah yara? Ist solch eine Person etwa eine Person, die so aussieht, als würde sie daran glauben, dass Allah Azza wa Jal sie sieht in jedem Augenblick und egal wo sie sich befindet? Und deswegen, um diese Ayah zusammenfassend zu verstehen, die letzten, die Ayah 9 bis 4, sagte Al-Baghawi, rahimahullahu ta'ala, zusammenfassend, stell dir vor, einer verbietet zu beten. Er bezichtigt den Gesandten der Lüge. Er wendet sich von der Botschaft ab. Das ist die eine Person. Und auf der anderen Seite, die Person, sie betet, sie ist rechtgeleitet und sie ruft zur Taqwa auf. Wie können diese beiden Personen gleich sein? Und wie übel muss diese Person sein, die dieser rechtschaffenen, rechtgeleiteten, besonnenen Person sie abhält vom Gebet? Und deswegen sagt Allah, also sinngemäß die Ayah sollten bedeuten, eine Person, die so etwas macht, eine Person, die eine andere Person abhält zum Beten, die der Lüge bezichtigt, obwohl sie rechtgeleitet ist, sich von ihr abwendet, obwohl die andere Person zum Guten aufruft, zur Gottesfurcht aufruft, solch eine Person sieht sie etwa aus, als würde sie daran glauben, dass Allah Azza wa Jal sie sieht. Und hier sehen wir deutlich, dass unsere Aqidah, unser Glaube daran, dass Allah Azza wa Jal der Allsehende ist, Al-Basir, ist ein Glaube, der direkt mit der Tat verknüpft ist. Das ist kein Glaube, einfach nur Glauben, Allah sieht alles und das war's. Sondern es ist ein Glaube, Allah sieht alles und deswegen handle ich auch so, dass Allah mich nur so sieht, wie er es ja gerne hätte. Allah sagte, keineswegs, wenn er nicht aufhört, werden wir ihn ganz gewiss an der Stirnlocke packen und ihn ziehen, einer Stirnlocke einer lügnerischen, einer verfehlt Handelnden. Kalla, kalla auf Arabisch bedeutet auch so viel wie haqqan, das heißt so viel wie, es wird wirklich so sein. Es wird wirklich so sein und nicht anders. Oder das ist die Wahrheit. Wenn er nicht aufhört, dieser Mensch, wenn er nicht, das heißt, er gibt ihm die Möglichkeit, Tauba zu machen, egal wie weit er gekommen ist in Sünde. Und deswegen, auch dieser Mensch, Abu Jahl, wenn er sich Allah auf Reufe zugewandt hätte, hätte Allah ihn akzeptiert. Und Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns solch ein Beispiel gibt im Koran, weil wir alle, inshallah, wir sind nicht so schlimm wie er, können wir auch gar nicht sein, weil wir weder zufrieden sind mit dem, was er gemacht hat, noch werden wir, ist es uns möglich, das mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu machen, was er mit ihm gemacht hat. Das heißt, wenn Allah azza wa jall solchen Menschen die Toren der Tauba öffnet, das Tor der Tauba öffnet, dann erst recht für alle anderen Menschen, die nach ihm kommen und die nicht so schlimm waren wie er. Allah sagte, keineswegs, wenn er nicht aufhört, das heißt, wenn er bis zu seinem Leben nicht aufhört und nicht vorher Reue zeigt, werden wir ihn ganz gewiss an der Stirnlocke packen und ziehen. Auf Arabisch An-Nasiyah ist der vordere Teil des Kopfes. Und interessanterweise sagt man, dass der vordere Teil des Kopfes, auf Arabisch An-Nasiyah oder Muqaddam Ar-Ras, ist derjenige Teil, dort befindet sich derjenige Teil des Menschen oder des Hirns, Entschuldigung, derjenige Teil des Hirns, den man Frontallappen nennt, und er ist dafür verantwortlich für die Ausführung und Steuerung von Bewegungen, und dort werden dann die Entscheidungen getroffen, um situationsgerechte Handlungen auszuführen. Das heißt also, manche Gelehrte sagen, es passt, dass der Mensch an diesem vorderen Teil seines Kopfes zur Hölle gezogen wird und gezerrt wird, weil dort hat er sich entschieden, dort war das Zentrum der Entscheidung, die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala abzulehnen. Und deswegen sagen manche Ulama, dass hierin ein Wunder liegt, denn woher hatte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam das wissen können und warum sollte er ausgerechnet an der Stirnlocke in die Hölle gezogen werden, diese Menschen? Und der Grund ist, weil Allah sagt in darauf folgenden Ayah, Nasiyatin kadhibatin khati'ah, das heißt, einer Stirnlocke, einer lügnerischen, einer verfehlt Handelnden. Das heißt, dieser Teil des Kopfes ist entscheidend
für dein Lügen ist entscheidend für deine Verfehlungen. Und mit den Verfehlungen sind die Sünden gemeint. So soll er doch seine Genossen rufen. Denn Abu Jahl, als er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam herausgefordert, sinngemäß, wenn du nicht aufhörst, dann werde ich meine Genossen holen und wir werden dir schon zeigen, was dir passieren wird. Und er dachte eben, wie gesagt, am Anfang der Ayah, er dachte, er wäre unbedürftig. Er dachte, weil er Leute hat, Gefolgsleute hat, Anhängerschaft hat, dass er Macht hat und mächtig ist und Einfluss hat. Und er hat vergessen, dass dieser Einfluss und diese Macht von Allah gegeben ist und von niemandem sonst. Und deswegen Allah sie jederzeit wieder zurücknehmen kann. Und er hat den Propheten sallallahu alaihi wa sallam herausgefordert. Wenn du nicht aufhörst, dann werde ich meine Genossen rufen. Und Allah azza wa jalla offenbart und sagte, فَلْيَدْعُ نَادِيَا, so soll er doch seine Genossen rufen, سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا, dann werden wir die Höllenwache rufen. Und die Höllenwache als Zabaniya, das kann auch übersetzt werden, das sind die Höllenwache, aber die ursprüngliche Bedeutung von Az-Zabaniya sind die Hineinstoßenden, weil sie die Menschen hineinstoßen werden in die Hölle, möge Allah uns davor bewahren. Keineswegs gehorche ihn nicht, sondern wirf dich nieder und sei Allah nah. Keineswegs, es wird nicht so sein, wie er denkt, sondern es wird so sein, wie wir es sagen, und gehorche ihm nicht, das heißt, gehorche ihm nicht, wenn er dir verbietet, bei der Kaaba zu beten, sondern mach es weiterhin, wir werden dich beschützen und wir werden dich vor ihm, beschützen. Allah sagte, wirf dich nieder und sei Allah nahe. Das heißt, wirf dich nieder, heißt bete in diesem Fall, weil manchmal bezeichnet man ein Ganzes durch einen Teil eines Ganzen und der Sujud, die Niederwerfung, ist ein Teil des Gebetes. Und insofern ist hiermit das Gebet an sich gemeint, aber der Sujud beschreibt das gesamte Gebet. Warum? Weil der Sujud ist der edelste Teil des Gebetes, weil der Mensch sein edelstes Stück, das ist sein Gesicht, auf seinen Boden wirft und sich für Allah subhanahu wa ta'ala, den Edlen, erniedrigt. Und sei Allah nahe oder nähere dich Allah. Und so wissen wir, dass eine Wasila, das heißt ein Mittel der Näherung zu Allah azza wa jal, ist es, indem man sich niederwirft und ganz besonders durch das Salah und ganz besonders durch die Sajda. Und deswegen, als ein Sahabi den Propheten sallallahu alaihi wa sallam darum gebeten hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm gesagt hat, was wünschst du dir? Was wünschst du dir? Und der Mann sagte, ich wünsche mir, mit dir zusammen im Paradies zu sein. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Er sagte, hilf mir dann dabei, indem du dich viel niederwirfst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch dazu bringen, dass wir uns für Allah azza wa jal häufig niederwerfen. Denn Allah liebt es, sich niederzuwerfen. Entweder du machst es mit deinen Pflichtgebeten, dann ist es eine Pflicht und Allah liebt keine Taten mehr als diejenigen, die er den Menschen auferlegt hat. Oder du machst die häufige Niederwerfung dadurch, indem du viel betest, freiwillig betest. Und der Mensch betet und begeht so lange freiwillige Taten, bis Allah Azza wa Jal ihn liebt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala eure Aufmerksamkeit belohnen. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.